So, Jay Jiggy transformiert sich zum FIFA-Player. In seinem neuen Musikvideo präsentiert er euch die neue inoffizielle FIFA-Hymne. Ziemlich geil umgesetzt, mit einer extrem starken lyrischen Formation, die er da auf den Takt stellt. Genauso genial ist auch die Bewertung des Videos bisher, das keinen einzigen Dislike hat. Wenn ihr euch den Track anschauen wollt, findet ihr einen Link zu Jay Jiggys Fußball-Hymne in der Videobeschreibung. BBK-Sieger 2016 ist Clash Parker. Ich habe euch in der Videobeschreibung die Finalanalyse verlinkt. In den Kommentaren entbrannte die Diskussion darüber, wie man Pokémon richtig ausspricht. Das hat mich sehr gut unterhalten. Da sind mächtig viele Theorien verbreitet worden. Lasst mir mal eure Aussprechtheorie in den Kommentaren mal da. Das nächste JMC-Interview ist auch im Kasten, und zwar mit Drop Dynamic. Er hat sich die Zeit genommen, ein paar Fragen zu beantworten. Unter anderem auch zum JMC-Finale und seinen persönlichen Favoriten. Das Interview wird ein paar Tage vor dem JMC-Finale am 20.01. hier auf meinem Kanal erscheinen. Entertainment wurde von seinen Fans quasi überrannt. Nachdem die Feder Gottes Box nach einem Tag komplett bei Amazon vergriffen war, richtete Entertainment sich vor kurzem mit einer kleinen Videobotschaft an seine Fans. Ja, yeah, was geht ab, meine Freunde? Erstmal ein Dankeschön an die fleißigen Vorbesteller. Bis jetzt läuft das ganz gut. Ab nächster Woche sind alle Boxen, CDs und digitalen Erzeugnisse der Feder Gottes wieder verfügbar auf allen Portalen. Da könnt ihr weiter Gas geben. Gebt ein bisschen mehr Gas bei der Box, die ist limitiert. Und wem von euch analog-digital gefallen hat, da verspreche ich euch, meine Freunde, da kommt noch mehr. Und am Ende dieser News-Folge gibt es die neuesten Infos zu dem sonnenfarbenen Saugutensil SpongeBoss. Er setzt sich seit einer Woche in den Amazon-Musikcharts fest. Nach fast einer Woche auf Platz 1 steht er immer noch in den Top 10 der offiziellen Amazon-Musikcharts. Bei meinem letzten Video über SpongeBoss habe ich euch ja dazu aufgerufen, Amazon mal direkt unter meinem Video zu verlinken, damit sie mal Stellung zu einem angeblichen San Diego-Album nehmen. Und die Jungs von Amazon haben tatsächlich geantwortet. Allerdings bietet die Antwort, wie ihr hier seht, nicht wirklich einen Mehrwert für uns. Was ziemlich komisch ist, ist folgende Tatsache. Wenn man bei Amazon in der Suchleiste Alle wollen Diego eingibt, bekommt man das neue SpongeBoss-Album als Treffer angezeigt. Sehr mysteriös. Sobald ich dazu neue Infos bekomme, gebe ich sie direkt an euch weiter. Und falls ihr Bock auf einen SpongeBoss Q&A habt, dann könnt ihr jetzt mal eben zu meiner Facebook-Seite rüber switchen. Da werde ich mir gleich ein wenig Zeit für euch nehmen, um mit euch ein wenig über das Thema zu diskutieren. Den Link packe ich euch unten in die Kommentare. Bis gleich auf jeden Fall und danke euch fürs Einschalten. Und euch persönlich wünsche ich auch für 2017 ganz viel Glück. Falls euch die News-Folge gefallen hat, könnt ihr mich mit einem Abo direkt supporten. Danke euch und bis gleich zum SpongeBoss Q&A.